Der Tod kam kurz nach Sonnenaufgang. Ein Einsatzkommando aus Polizei, Tierärzten und Behördenvertretern schreitet zur Tat. Nach knapp 4 Stunden ist der Traum eines Jungbauern in Höxter, mit britischen Rindern eine Zucht aufzubauen, zerstört. Vor 4 Wochen verendete hier sein Galloway-Rind Cindy an BSE. Sie und ihre Artgenossen waren laut Begleitpapieren in Deutschland geboren, eine sogenannte F1-Generation. Zu der Zeit wusste halt noch keiner, dass halt eventuell übertragbar von Mutter auf Nachkommen, also auf DS1, BSE übertragen werden kann, sag ich mal so. Und mehr konnte ich zu dem Zeitpunkt auch nicht machen. Es hat sich halt jetzt erst rausgestellt, dass halt die Möglichkeit besteht, von Mutter auf F1 zu übertragen. Das leider auf meinem Betrieb. Um das festzustellen, ließ man die verbleibenden 7 Tiere töten und ins Veterinäruntersuchungsamt nach Detmold bringen, zur Fleischbeschau. Ob auch sie vom Wahnsinn befallen sind, werden die Testergebnisse in 2 Wochen zeigen. Bisher galt England als das Land der verrückten Kühe. In Deutschland starben zwar 4 Rinder an BSE, aber alle wurden lebend von der Insel importiert. Hier geborene Tiere galten bis jetzt als sicher. Hier sind noch in Formalin fixierte Reste von dem positiven Rind Cindy in diesem Behälter. Minimale Reste jetzt nur noch. Das meiste ist verteilt worden. In Tübingen wurde was verlangt. Wir haben auch das ganze Formalin fixierte Material nach Tübingen befördert. Und wir haben hier nur noch minimale Scheiben. Zum Beispiel diese hier wäre eine, die sicherlich einen Befund hätte. Diese Scheibe, das ist noch BSE-Material. Aber das ist auch schon alles, was man sicher weiß. Denn von Cindy blieb der Nachwelt außer Gehirn und Zuchtpapier nichts erhalten. Mithilfe der Unterlagen sucht man jetzt nach Stationen aus dem kurzen Leben des britischen Robustrindes. Denn ein verräterisches zweites Ohrloch lässt Experten an Cindys Identität zweifeln. Ja, da müssen Sie eigentlich diejenigen fragen, die diese Zuchtpapiere ausstellen. Ich bin persönlich der Überzeugung, dass man da sicher sein kann. Sind die denn absolut fälschungssicher durch die Ohrmarken oder können Sie uns da ein bisschen die Problematik erläutern? Das müsste man so sehen wie beim Pass. Auch einen Pass kann man fälschen. Glaubt man den Eintragungen, wurde Cindy in Mecklenburg-Vorpommern auf einem Ökohof geboren. Über die Identität kann hier niemand mehr Auskunft geben. Der Züchter ist inzwischen verstorben, der Hof eine Ruine. Vielleicht ist Cindy gar nicht Cindy. Was vermuten Sie? Dass eventuell die Identität des Tieres nicht stimmt. Dass also das Papier mit der Wirklichkeit nicht ganz übereinstimmt. Das Papier vielleicht noch mit der Ohrmarke, aber die Ohrmarke nicht mehr zu dem Tier gehört. Dann wäre auch Camelia, ein Direktimport aus Schottland, nicht die Mutter von Cindy. Ihre Spur führt zu einem Schlachthof in Eindhoven. Dort wurde das Tier allerdings schon vor 1 Jahr zur Wurst verarbeitet. Weil in Holland die Herdbücher offenbar sorgfältiger geführt werden, fand man schnell eine angebliche Schwester von Cindy. Das Kalb mit der Registriernummer 2081236. Am vergangenen Donnerstag auf dem Seziertisch der Veterinäruntersuchungsanstalt im holländischen Lelystad gelandet und ausgeweidet. Hier soll geklärt werden, ob das Muttertier an BSE erkrankt war und dies an die Nachzucht weitergegeben haben könnte. Hätte auch Cindys Schwester den Erreger in sich, wäre also eine Übertragung von Mutter auf Kinder naheliegend. Ich denke, das ist höchst unwahrscheinlich in diesem Fall, weil Cindy 1992 geboren wurde und die Mutter noch 4 Jahre weiterlebte. In der Regel aber ist es so, wenn ein Muttertier ein Kalb zur Welt bringt, das an BSE stirbt, dann verendet auch die Mutter spätestens 6 Monate nach der Geburt des Kalbes. Doch Mutter Camelia erfreute sich bester Gesundheit, bis sie auf den Speisekarten niederländischer Feinschmeckerlokale landete. Die Überreste ihrer holländischen Tochter wurden nach der Obduktion anders entsorgt. Geboren wurde das Muttertier tatsächlich in Großbritannien, auf der Broadley Farm in Schottland. Seit 38 Jahren werden hier Galloways gezüchtet. Einen BSE-Fall hat es bislang noch nicht gegeben. Camelia war eines der letzten Tiere, die kurz vor dem Exportverbot nach Deutschland verkauft wurden. 2 Schwestertiere leben noch auf der Farm, angeblich nicht infiziert. Meine erste Reaktion war, das ist aber eine merkwürdige Geschichte. Denn Camelia hatte niemals BSE und so kann sie es auch nicht an die Tochter weitergegeben haben.
Auf der anderen Seite erschreckt man sich immer, wenn solche Geschichten bekannt werden. Wir sind nicht sehr glücklich darüber, aber wir glauben, dass man noch sehr viel mehr darüber in Erfahrung bringen muss. Denn es gibt ja wohl erhebliche Zweifel, ob Cindy wirklich die Tochter von Camelia war. Auch ein anderes Indiz spricht dagegen, glauben die Farmer. Galloways ernähren sich rein vegetarisch und werden in der Regel nicht mit Tiermehl gefüttert. Bleibt also die Frage, warum die vermeintliche Tochter Cindy in Deutschland nun wahnsinnig geworden sein soll. Denn die Odyssee der verrückten Kuh weist Lücken auf, die kaum zu schließen sind. So glaubte Jungbauer Mikus aus Höxter, dass seine Tiere direkt aus Mecklenburg-Vorpommern stammten, vermittelt über einen Tierhändler aus Bayreuth. Heute weiß er, dass zwischen Kauf und Lieferung 6 Wochen lagen. Wo die Tiere in der Zwischenzeit standen, ist bisher unbekannt. Außerdem, was sind die anders als die anderen aus der Herde? Auffälligkeiten ja, in der Form, dass das Tier eigentlich von der Herde nicht so richtig akzeptiert wurde. Es wurde halt beim Füttern immer abgedrängt und es stand halt immer hinten an. Auch durch diesen 5. BSE-Fall in Deutschland wollen sich die heimischen Rinderzüchter und Fleischlobbyisten nicht den Appetit verderben lassen. BSE sei hierzulande kein ernsthaftes Problem. Herr Maas, meine Damen, meine Herren, um dies gleich vorwegzuschicken, ich werde natürlich zum Mittagessen ein Steak bestellen, weil gute kontrollierte Herkünfte aus deutscher, schleswig-holsteinischer Qualitätsproduktion überhaupt kein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellt. Es steht völlig außer Frage, dass trotz bestimmter Defizite der wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht rechtzeitig politisch gehandelt worden ist. Viele der Maßnahmen, die 96 gemacht wurden im Vereinigten Königreich, kommen 6 Jahre zu spät. In Deutschland geht man daher auf Nummer sicher. Die Tiere aus Höxter werden zerschreddert und verarbeitet zu Tiermehl. Wir haben in Deutschland, wo wir dieses Verfahren anwenden, nämlich 133 Grad Temperatur, 3 Bar Druck und mindestens 20 Minuten Heißhaltezeit, keine Schwierigkeiten, alle Erreger abzutöten, die uns also wissenschaftlich derzeit nicht bekannt sind. Wir müssen davon ausgehen, dass bereits dieses Tiermehl frei von allen Erregern ist. Und darüber hinaus wird, wie schon in einem anderen Fall, sicher das Ministerium noch anordnen, dass dieses abgesackte und vorläufig sichergestellte Tiermehl einer Verbrennungsanlage zugeführt wird. So bleibt die Hoffnung, dass Cindy und ihre Gefährten aus Höxter nicht in einem Hühner- oder Schweinemagen landen. Doch Hoffnung schützt vor Wahnsinn nicht.